Eine Woche, in der ich mal wieder ein Leben habe. Und it's time for math. Yay! Stressige Woche, aber... Meal Prep ist natürlich auch am Start. Aber so ist es. Kann ich nicht ändern, ohne dass ich sozusagen literally a perfect life brauche. Und ihr seht, wenn ihr plant, dann funktioniert alles. Ich habe heute schon so viel gegessen. Habe ich jetzt nur Hunger oder habe ich Lust? Die Berichte haben das bestätigt, dass ich mich richtig diagnostiziert habe. Nein, Mann, es ist schon 12. Auf jeden Fall, hey, willkommen zu diesem neuen Video. Eine neue Woche hat angefangen und eine Woche, in der ich mal wieder ein Leben habe. Es ist Montag. Heute haben die Vorkurse meiner Uni angefangen. Das heißt, ich habe von montags bis freitags 3 Stunden vormittags und 2 Stunden nachmittags Mathe. Für 2 Wochen und dann 1 Woche Chemie. Und ich hatte schon einen Vorkurs für den Vorkurs, so ein Online-Mathe-Buch, das ich mir selber durcharbeiten musste. So viel Zeit und Energie ist da reingegangen. Aber ja, jetzt ist es gerade 11:45 und mein nächster Kurs fängt halt so in um 15:30, also in 3 Stunden. Die nutze ich, um endlich mal wieder Sport zu machen, ins Gym zu gehen. Aber diese Woche muss ich auch arbeiten, 3-mal. Mittwoch bis Freitag. Das heißt, es ist wirklich eine ziemlich stressige Woche, aber ich werde alles dafür tun, dass ich mich nicht stressen werde, denn ich bin so ein kleiner Sensibel, wenn es um Stress geht und das möchte ich mit euch teilen. Und ich habe Ergebnisse, was mit mir falsch ist und meinem Körper, und das möchte ich auch mit euch teilen. Also es geht um meinen Darmtest, habe ich noch nicht wirklich reingeguckt, werde ich mir nachher ausdrucken, um dass ich einen größeren Überblick habe. Und mich stalkt gerade ein Mann von gegenüber und der kann jetzt mal bitte runtergehen. Danke. Oh mein Gott, I hope I'm never gonna see him. Und dann habe ich morgen noch einen Termin bei meiner Frauenärztin, denn wir haben ein Blutbild machen lassen und da habe ich die Auswertungen, was mit meinen Hormonen abgeht. Und ja, ich freue mich, endlich wieder ein bisschen busy bitch zu sein, aber ich habe auch Respekt. Ja, so. Let's do this. So, Mittagessen ist served. Und ich war beim Sport, ich war bei der Druckerei, gehe das jetzt ein bisschen durch. Und nichts Spezielles, einfach ein bisschen Tofu und Kokosnussöl angebraten und dann mit Tamari und Orange, dann in Miso gebrühte Möhren und Brokkoli, ein bisschen Feldsalat, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Kumin, ein bisschen Sesam. Super simpel. Ein bisschen Salat-Style. Und es ist 15.04 Uhr, also habe ich 25 Minuten, bevor Uni wieder anfängt. Boah, ist das komisch, das zu sagen. Im Moment ist eine sehr komische Zeit. Ich fühle mich so, ja, sagen wir 70% so richtig gut motiviert, habe richtig viel Energie und Lust zu leben. Und die anderen 30% sind so richtig anstrengend für mich. Ich bin richtig müde, habe nur Hunger, gar keine Energie und das Ding ist halt, es liegt an der Jahreszeit bei mir, an Herbst. Ich war letztes Jahr von September bis April in Südamerika und hatte keinen Winter, ich hatte keinen Herbst. Ich hatte nur einen Monat von Rain Season in Chile, aber das ist so anstrengend für mich, dass ich jetzt wieder kürzere Tage habe. Ich bin einfach nicht gewöhnt daran, dass es um 7:30 dämmert und dann um 7:45 eigentlich schon dunkel ist. Wenn es dämmert, mein Körper ist gewöhnt, dass es so gegen 9 dunkel wird und dann sozusagen runterfährt. Aber wenn es jetzt schon so früh dunkel wird und mein Körper so früh runterfährt, habe ich einfach keine Energie mehr für den Abend. Und es wird jetzt, die Tage werden immer kürzer. Und ich merke auch, dass ich viel, viel mehr Energie selber brauche. Also ich brauche viel mehr Schlaf, ich brauche viel mehr Essen.
was ich jetzt auch wieder anfange, wieder viel mehr zu essen. Also ich habe immer auf meinen Hunger gehört, aber trotzdem ist es manchmal so, ich habe heute schon so viel gegessen, habe ich jetzt nur Hunger oder habe ich Lust? Und jetzt merke ich wirklich, dass das Hunger ist, dass ich wirklich die Energie brauche. Habe bemerkt, dass ich meinem Körper einfach keinen Stress zufügen darf. So, ich arbeite jetzt von Mittwoch bis Freitag ganztägig und weiß wahrscheinlich, dass ich vor 10 nicht nach Hause komme. Aber ich probiere alles dagegen, meinen Körper nicht zu stressen. Ich werde genügend Schlaf meinem Körper geben, ich werde genügend Energie, also genügend Essen meinem Körper geben. Denn es ist so wichtig, so Zeit in deinen Körper zu investieren, weil das ist sozusagen das Wichtigste in deinem Leben. Das heißt, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Geld für neue Gesichtsprodukte und Pflegeprodukte und sowas ausgebe. Meistens bin ich so ein bisschen zu geizig, aber dann habe ich realisiert, so, Digga, so deine Gesundheit, dein Wohlbefinden ist somit das Wichtigste. Ja, das ist gerade was so abgeht. Wahrscheinlich so in 40 Minuten fängt mein Vorkurs an. 3 Stunden Mathe. Yeah! Nein, ich mag eigentlich Mathe, aber es ist ein bisschen, ja. So, die Vorlesung ist fertig. Ich bereite gerade mein Mittagessen vor. Jetzt habe ich noch keinen Hunger, also es ist so 12.30 Uhr. Deswegen habe ich es jetzt vorbereitet, mein Mittagessen. Ich habe um 14:45 einen Termin, bereite auch gerade mein Abendessen vor und das Essen für die nächsten Tage, wenn ich arbeite. So ein bisschen Erbsensuppe hatte ich mal wieder richtig Lust drauf. Und ihr seht, wenn ihr plant, dann funktioniert alles. Also ihr habt keine Excuses, ihr habt keine Zeit, um gesund zu essen, so. Das Gemüse habe ich in den Pausen von der Vorlesung geschnippelt und einfach aufgesetzt. Und ich bereite jetzt mein Mittagessen vor, dass wenn ich hoffentlich gegen 15 Uhr wieder zu Hause bin, das in Ruhe essen kann. Sonst esse ich es während der Vorlesung. Die Vorlesung geht bis 17.30 Uhr und so 18, 19 Uhr esse ich immer Abendessen. Und ich habe es halt jetzt schon vorbereitet. Das heißt, muss ich mir einfach aufgeben. Genau, ich werde jetzt einkaufen, denn ich brauche doch noch ein paar Sachen. Eigentlich wollte ich heute nichts machen, nicht einkaufen. Aber ja, so die nächsten Tage komme ich halt wirklich nicht dazu. Es ist Schicht im Schacht für heute, Dienstagabend, und ich habe endlich Ergebnisse. Ich warte so lange einfach auf Ergebnisse, was in meinem freaking Körper vorgeht, okay? Ich habe so viele Probleme, ich gebe meinem Körper so viel Liebe und wusste einfach nicht, was abgeht. Ich habe mich letztendlich selbst diagnostiziert und mein Hormonhaushalt ist halt auch im Moment nicht on, also ist nicht da, so. Die Berichte haben das bestätigt, dass ich mich richtig diagnostiziert habe. Ich werde nicht wirklich darauf eingehen können, weil das so ein deepes Thema ist. Die Auswertung von der Darmanalyse ist 24 Seiten lang, okay? Letztendlich habe ich zu viele schlechte Bakterien in meinem Darm und nur 4 Bakterien, die Ballaststoffe verstoffwechseln können, und alle anderen sind einfach nicht not existing. Die sind nicht vorhanden in meinem Körper. Das heißt, ja, ist klar, dass ich Verdauungsprobleme habe, wenn ich Sachen nicht verstoffwechseln kann, wenn ich die bestimmten Bakterien nicht im Darm habe, was sozusagen auch Stress in meinem Körper auslöst. Welches zufolge hat, dass mein Östrogenhaushalt, meine Östrogenhormone nicht vorhanden sind. Der Normalwert liegt zwischen 20 und 250 und ich habe minus 15. Das heißt, meine Produktion ist eingestellt. Ich werde erstmal meine Periode nicht bekommen, bevor ich nicht meinen ganzen anderen Shit bewältigt habe. Und ich glaube, ich werde mal ein anderes Thema dazu machen. Falls es euch interessiert, es würde mich interessieren, wenn euch das interessiert, dass ihr mir das sagt, gerne unten in den Kommentaren. Letztendlich hat meine Frauenärztin auch gesagt, dass sie da nichts machen möchte, denn sie weiß, dass ich auf einem guten Weg bin. Ich habe keine Mangelerscheinungen von Haarausfall oder irgendwie sowas. Blablabla, Pille möchte ich auch nicht haben. Denn ich habe eine Hypophysäre Amenorrhoe.
Das ist letztendlich alles eine mentale Sache, beziehungsweise eine Darmflora-Sache, eine innere Sache, was mit meinem Hormonhaushalt zu tun hat. Sie hat gesagt, was wichtig ist, ich darf keine Gewichtsregulation haben, ich darf nicht abnehmen, ich darf nicht zunehmen, ich muss eine konstante Gewichtsregulation haben, denn alle Faktoren, Stress, Schlaf, Gemütszustände, Gewicht, Sport, alles hat Einfluss auf auf meine Darmflora, auf meine Hormone, dass ich sozusagen literally a perfect life brauche. Und ja. Meal Prep ist ready, muss nur noch auskühlen. Frühstück ist ready. Zitronenkaffee ist ready, Wasser ist ready und ich bin ready for Mathe um kurz vor 9. Jetzt in den kleinen Pausen, wir haben immer so um 10 und um 11, 10 Minuten Pausen bei der Vorlesung, mache ich halt den Rest, packe meine Tasche, putze Zähne und mache mich halt fertig, sodass ich muss leider früher aufhören, die Vorlesung, damit ich pünktlich zur Arbeit komme. Aber so ist es nun mal. Und ja, es funktioniert heute ganz gut. Also, keine Ahnung. Mal gucken, wie es die nächsten beiden Tage sind. Ich habe eigentlich keinen Bock zu arbeiten. Weil die Übungsgruppen am Nachmittag halt richtig effektiv sind, da habe ich das Gefühl, dass ich das nochmal einfach verstehe. Aber so ist es. Kann ich nicht ändern. Uni geht zwar vor, aber dadurch, dass es keine normalen Vorlesungen sind, habe ich da ein kleines Auge zugedrückt, weil ich, wenn ich Uni habe, halt wahrscheinlich nicht mehr arbeiten werde. Deswegen brauche ich noch ein bisschen Geld. Kurz vor 9 ist es. Frühstück ist ready. Meal Prep ist ready. Also Mittag, Dinner. Und it's time for math. Yay! Und ready für ein letztes Mal diese Woche. Meal Prep ist natürlich auch am Start. Yay, es ist endlich Samstag. Samstag 9 Uhr und ich bin literally gerade erst aus dem Bett gerollt. Und es ist endlich Wochenende. Ich hatte Mittwoch, Donnerstag, Freitag Uni und Arbeit. Montag und Dienstag auch Uni. Und oh mein Gott, es ist so anstrengend gewesen. Und ich bin so froh, dass jetzt Wochenende ist. Heute gehe ich brunchen in einer Stunde, dann habe ich noch einen Termin heute, aber super chill. Und ich freue mich echt auf morgen, denn Sonntag ist immer der Tag, an dem ich mir nichts vornehme, nichts mache. Und wenn euch dieser Style von dem Video gefallen hat, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergesst mich nicht zu abonnieren, mein Dutt sieht echt krass aus. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag noch, wann immer ihr das guckt. Ciao, ciao.